nicht arm, ich bin nicht reich. Ich bin scharf am Zucker auf dem Deich. Und unterm Arm riech ich leicht nach scharf am Zucker auf dem Deich. Scharf am Zucker auf dem Deich. September bis April hab ich kreative Pause. Aber denn mit viel Gebrüll kommen Touristen von zu Hause. Denn tu ich die Schafe an Flock feströdeln, weil die Gäste sich sonst beschweren, dass die Viecher auf die Decken kröteln und dagegen können sie sich nicht wehren. Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich, ich bin scharf am Flocker auf dem Deich. Und unterm Arm riech ich leicht nach scharf am Flocker auf dem Deich. Scharf am Flocker auf dem Deich. Bei jeder fröhlichen Baderunde steh ich als Flocker bereit. Und halt pro Flock 10 Mark die Stunde den Badegästen die Schafe von Leid. Ich finde, mein Beruf ist wichtig, der Gast ist bei uns König. Und behandelt man ihn richtig, denn beschäumt er auch nicht wenig. Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich, ich bin scharf am Flocker auf dem Deich. Und unterm Arm riech ich leicht nach scharf am Flocker auf dem Deich. Scharf am Flocker auf dem Deich. Morgens vor dem ersten Touristenstoß reib ich die Schafe auf dem Deich und joch sie auf Touristen los. Die schreien denn immer gleich. Denn komm ich raus aus mein Versteck, mein Gang ist leicht und locker. Und doch, so hat das hier keinen Zweck. Ich bin beruflich Flocker. Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich. Ich bin scharf am Flocker auf dem Deich. Und unterm Arm riech ich leicht nach scharf am Flocker auf dem Deich. Scharf am Flocker auf dem Deich. In Schorfmoholm wird noch emsig gearbeitet. Durch den übermäßigen Arbeitseifer kommt das allerdings manchmal zu Zwischenfällen. So zum Beispiel hat letztens eine 5-Mann starke Torfstecherkolonne nach Missbrauch von 5 Flaschen Korn, 8 Kannen Kaffee und 25 Apfelstrudel das Torfmoor torfstechenderweise verlassen und einen wesentlichen Teil unserer Dorfstraße völlig zertorft. Unglücklicherweise erschien Baggerführer Hannes Kabeltod zur selben Zeit mit seiner Dampfwalze, um den Rollsplit wieder anzudrücken. Geistesgegenwärtig schrie Adula Zech noch: Vorsicht, Jungs, da kommt Hannes mit seiner Dampf. Als Adu wieder aufwachte, lag er im Torfmoholmer Krankenhaus. Zimmer 32, 33 und 34. Am Kopfende in Zimmer 32 stand Hannes und fragte: Du, Adu, hast du doll was abgekriegt? Wieso, meinte Ordu, wer hat denn nun schon wieder einen ausgegeben? Die Leute erzählen, ich hobbel, wenn ich geh, und die Ohren wollen auch nicht mehr so richtig. In der Frühstückspause verschüttel ich den Tee, aber für mich ist das alles nicht so wichtig. Mit meinem Presslufthammer fühle ich mich verbunden und bin verknallt in Staub und Schutt.
Und ich rette euch in nicht mal 4,5 Stunden ein Einfamilienhaus in Dutt. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadatsong, radadatsong, weg ist der Balkon, dong. Das steh ich nicht allerbest. Ich jammer ja auch nie rum von Lohnerhöhung oder Arbeitsgesetz. Und der findet, ich bin gar nicht so dumm. Moin, moin, mein Bernhard, nach Hin und Gutholz brüllt er mir manchmal ins Ohr. Und dann krieg ich ne Zigarre und dann bin ich ganz stolz. Und dann knatter ich ihn ein vor. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadatsong, radadatsong, weg ist der Balkon, dong. Nur einmal ist mein Chef in Wut geraten, da musste ich zu ihm nach Hause und sollte ihn seinen Garten umgraben. Und er sagte, ich mach erst mal Pause. Hier rumzustehen hat sowieso keinen Zweck, ich besuch erst mal unseren Pastor. Und ich hab verstanden, knack hier alles weg, als er zurückkam, noch sein Haus auf den Laster. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard.